In Chemnitz eröffnet am Samstag ein neuer Manga-Shop. Hier sind 5 Begriffe, damit ihr euch zurechtfindet. Manga. Manga ist japanisch für Comic. Der Begriff bezeichnet häufig alle Comics, die aus Japan kommen. Anime. Animes sind japanische Animationsfilme oder Serien, oft auf Grundlage eines Mangas. Bekannte Beispiele sind Chihiros Reise ins Zauberland oder die Serie One Piece. Cosplay. Beim Cosplay schlüpft man meist mit sehr aufwendigen Kostümen in die Rolle eines Charakters aus einem Manga oder Anime. Kawaii. Kawaii ist ursprünglich der japanische Ausdruck für liebenswert oder süß. Inzwischen wird der Ausdruck in der Popkultur mit Unschuld und Kindlichkeit verbunden. Otaku. Ein Otaku ist eine Person, die eine fast schon fanatische Vorliebe für Mangas und Animes hat.